Hi liebe Leute, ich bin's wieder, heute mit einem Fahrtechnik-Video und zwar auch wieder so ein Thema, was sich auf eine Sache fokussiert. Der größte Fehler, den man so beim Radfahren bei rutschigen Untergründen macht, dass man wegrutscht. Also es könnte jetzt Matsch sein, es könnte Sand sein, Laub, ganz loses Geröll, alles was so ein Wegrutschgefahr bietet. Und ich sag's jetzt schon mal, das Thema Verbremsen, also die Vorderbremse zum falschen Moment zu stark ziehen, da mache ich mal ein sondiertes Video zu. Das machen wir jetzt nicht, sondern es geht mehr um die Haltung und um die, was man bei der Fahrtechnik mit dem Körper macht. Und was da wirklich so häufig gesehen ist, als Fahrtechniktrainer sieht man das. Und was kann man dagegen machen? Erstmal den Fehler erkennen, dann bewusst angehen, das ändern und dann sich auch sicher fühlen bei sehr rutschigen Angelegenheiten. Jetzt habt ihr es gesehen, was passiert. Wir haben jetzt diesen tiefen Schnee, aber wie gesagt, das Thema ist universell auf die anderen rutschigen Untergründe auch übertragbar. Also zum Beispiel, ich wohne hier im Hochsauerland und in Willingen ist es die Enduro-Strecke und in Winterberg ist es vor allen Dingen der, wie heißt die, Blackline, früher Single Trail, wo man halt echt diese Rutschgeschichte hat, sobald es nass wird. Und ja, was ist dann der typische Fehler, der gemacht wird? Und zwar ist es so, das Fahrrad fährt in diese Schlammstelle, in das tiefe Laub, den Sand oder hier den Schnee rein. Und was passiert? Die Räder fangen an zu rutschen. Die körperliche Reaktion, das kann natürlich verschiedene Ursachen haben, ist dann häufig, dass man relativ starke Muskelspannung hat, den Lenker festhält, relativ steif ist und dann rutscht das Fahrrad weg, man rutscht mit weg und kann gar nicht mehr viel machen. Und das hat einerseits was mit Gewohnheiten oder mit Fehlhaltung zu tun oder mit diesem mentalen Aspekt, dass man halt Stress kriegt, weil man merkt, es ist jetzt gefährlich, dass man sich hinlegt. Man kommt dann in den Fluchtkampfmodus, das heißt, man ist wie so ein Urmensch beim Säbelzahntiger, so richtig so angespannt und kann sich jetzt kämpfen oder wegrennen. Man ist überhaupt nicht entspannt und relaxed. Und wir wollen natürlich fokussiert sein, aber jetzt kommt der Punkt, man muss das Fahrrad rutschen lassen. Und das möchte ich euch jetzt nochmal genauer zeigen und erklären. Also, ich zeige euch das mal. Man fährt und lässt sein Rad unter sich machen. Das heißt, ihr kennt ja das, was ich immer benutze, das Wort die Eiswaffe ist. Dass man halt wie eine Eiswaffe beim Essen im Sommer, wenn man Eis hat mit Kugeln, die ist ja sehr empfindlich, die will man nicht zerdrücken und nicht draufpressen. Und wenn man jetzt halt viel Druck am Lenker hätte, dann ist es halt so, dass man die Eiswaffe zerdrückt und das Rad hat nicht mehr diesen Spielraum, dass sich so unter dir bewegen kann, weil das Rad will so ein bisschen sliden und ihr kennt ja das, was ich jetzt schon in manchen Videos auch genannt habe, die Körper-Bike-Trennung, das heißt, das Bike bewegt sich manchmal so ein bisschen in eine andere Richtung als der Körper und der Körper macht dann so intuitive Ausgleichbewegungen. Also ich fahre jetzt zum Beispiel im Moment gerade total oft in diesen Tiefschnee und dann im ersten Moment fängt das Rad an so zu schwimmen, diesen Moment kennt ihr. Schwimmen und was dann passiert ist, dass man sich erst erschreckt, aber dann merkt man, wenn beide Räder so ein bisschen rutschen, ist absolut okay. Falls ihr jetzt im Moment gerade Schnee habt, dann geht doch raus und übt das, weil man natürlich, wenn man dann ganz wegrutscht, tut man sich nicht so weh, als wenn das jetzt so härterer Boden wäre. Aber es ist wirklich auch eine ziemlich starke Kopfsache. Also, es ist wirklich auch viel Kopfsache, weil es ist natürlich ein Reflex, dass man, wenn man das Gefühl hat, jetzt rutsche ich wirklich weg, dass man dann ein bisschen angespannter wird. Aber dieses Gefühl, den Rad unter sich machen zu lassen, das macht wirklich dann auch nach einer gewissen Eingewöhnungszeit, macht das Spaß. Das heißt, macht das Schritt für Schritt. Zum Beispiel sucht euch erstmal eine Stelle, wo es nicht so steil ist, aber dafür so ein Sand oder Matsch oder halt jetzt Schnee. Fahrt mal da rein und gewöhnt euch dann dieses Gefühl, dass das Rad unter euch so ein bisschen hin und her driftet. Vorderrad und Hinterrad. Und dass man sich dann daran gewöhnt und dass man das sogar dann anfängt zu mögen. Dass das Rad unter einem in Bewegung ist und es findet seine Linie, anstatt dass man sich so festgreift und dann zu steif wird. Dann kann man das auch im Trail machen, dann im steileren. Natürlich gibt es immer auch Limits, aber man hat wirklich viel Spielraum,
in dem man sich bewegen kann, dass man wirklich im Rutschigen viel sicherer ist. Und das ist, ja, eine mega gute Sache. Ich finde jetzt, wenn man keinen Schnee hat, gerade so Sandgeschichten auch echt schön. Also ich hatte mal so, wenn man Wälder hat, wo viele Reitwege sind oder Wälder mit generell hohem Sandanteil, bergauf ist das nicht so cool, aber immer in diesen Sand so ein bisschen reinzufahren, das macht echt auch Laune und fühlt sich ziemlich ähnlich an wie jetzt der Schnee oder so ein tiefer Matsch. So, also, was ich noch ergänzen will, das hat natürlich auch viel mit Reflexen zu tun. Macht das bitte mit Flat Pedals, dass ihr euch wirklich immer den Fuß noch rausnehmen könnt. Ich habe ja auch diese Magnetpedale getestet von MacPad, da geht es eigentlich auch ganz gut, aber Flat Pedals ist da eine sichere Bank. Und ja, dieses intuitive Ausgleichen, also das Rad rutscht so ein bisschen weg, du lehnst dich so ein bisschen dagegen und so weiter, das passiert automatisch. Also da denkt man nicht so viel drüber nach, nur wenn du mal ganz steif hängst, dann kann man ja gar nicht mehr so gut ausgleichen, deswegen sollte man da schon am Anfang bewusst drauf achten. Das meiste läuft aber dann intuitiv automatisch ab. Ihr könnt mal einen Test machen, und zwar fahrt ihr mal einen rutschigen Untergrund im Sitzen rein. Dann ist nämlich so, im Sitzen funktioniert die Körper-Bike-Trennung nicht. Also das Fahrrad und der Körper sind eine Einheit. Und ihr werdet merken, sobald ihr anfängt zu rutschen, droht ihr direkt umzukippen, der Fuß geht raus. Das heißt, das ist dann so ähnlich, als wenn ihr so ganz verkrampft seid und ganz starke Spannung habt. Weil dann seid ihr auch so fest mit dem Bike verbunden. Das Rad kann sich nicht unter euch bewegen, unabhängig von eurem Körper. Ihr könnt euch nicht gegenbewegen. Genau, und dann wisst ihr jetzt von der Theorie unabhängig, wie sich das anfühlt. Wie gesagt, könnte man im Schnee mal testen. Und dann, wenn ihr seht, irgendwo wird es rutschig, auf jeden Fall hinstellen. Schön locker am Lenker sein, dass ihr merkt, das Rad kann sich unter euch bewegen. Taucht in den Matsch, Sand, Schnee, das Laub ein und fängt an so ein bisschen rumzurutschen. Und ihr seid auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und dann ist natürlich ein Spiel mit den Grenzen. Und ja, wenn der Fuß schnell rausgeht, kann man sich häufig auch retten, falls man doch ganz wegrutscht, keinen Grip gefunden hat. Also zusammengefasst, der Hauptfehler ist, dass man zu angespannt ist, dass man sein Rad nicht machen lässt, dass man verkrampft durch das Wegrutschen. Lasst das Rutschen zu, gewöhnt euch Schritt für Schritt daran. Ja, und ich freue mich natürlich auf eure Kommentare, dass ihr sagt, okay, hattet ihr da vielleicht schon mal Stürze oder so. Es gibt natürlich immer Situationen, vielleicht eine nasse Wurzel unterm Laub, die man nicht gesehen hat und rutscht so plötzlich weg, dass man nichts mehr machen konnte. Das gibt es auch noch, habe ich auch schon live miterlebt oder auch schon selber mal erlebt. Aber meistens kann man noch so ein bisschen hin und her rutschen, man erschreckt sich ein bisschen oder man gewöhnt sich an diesen Effekt. Ja. Also, schreibt mal rein, wie habt ihr es so mit den rutschigen Untergründen? Ich bin gespannt und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.